Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute soll es um ein Trinket gehen und zwar haben wir einmal die Fraktion, die durchtrennten Fäden und hier gibt es ein Trinket von einem Händler und zwar dem Ruhmhändler. Und ja, es gibt da verschiedene Versionen auf, lasst mich nicht lügen, auf Stufe 6 gibt es die erste Version, 571. Und dann auf Stufe 11 die nächste mit 584. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann sogar noch eine höhere gibt. Hier gibt es sogar noch eine höhere mit 597, aber da muss man auf Stufe 19 kommen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wo mache ich ein Video zu einem Trinket? Denn es ist so, dass dieses Trinket bestimmte Sockel hat und die müssen wir uns erstmal besorgen und darum soll es jetzt quasi gehen. Also wo gibt es das Trinket her? Wir sind einmal in der vierten Zone, Ashkahet, so rum. Und hier sind wir auf den Koordinaten 55, 41. Und dort haben wir quasi den Ruhmhändler und dort habe ich mir jetzt eben das Trinket gekauft. Ne? Also da ich jetzt auf 11 bin, quasi die zweite Version. Wenn ihr das Trinket dann gekauft habt, hat es erstmal nichts drauf, außer einen Sondereffekt. Ne? Und wir haben jetzt diese Sockel. Und die werden wir uns jetzt einmal holen. Und ich habe mir schon mal die Koordinaten rausgesucht. Die befinden sich nämlich unten in der Stadt. Und so wie ich das gesehen habe, sind die Sockel Stat-Sockel. Heißt, wenn wir uns die holen, können wir das das Trinket mit gewissen Stats sockeln. So wie ich das gesehen habe, sind da zweimal Mastery dabei, leider nur einmal Versa. Wir müssen jetzt gleich uns das mal angucken, wie das dann genau aussieht und ob man die wahrscheinlich nur sehen kann, wenn man denn das Trinket schon gekauft hat. So, jetzt gucken wir mal. Also, so wie es aussieht, ist der hier in dem Gebäude drin. Irgendwo hier muss der sein. Vielleicht wird der auch verkauft. Robuster Duft. Das könnte doch was sein. Jetzt gucken wir mal nochmal. Ich habe mir ein Makro gemacht. Ja, das ist von dem Händler hier. Ich kaufe mir den jetzt mal. Und jetzt schauen wir mal, was das genau macht. Ob wir das sockeln können. Ah, das können wir jetzt hier reinsockeln. Was macht das? Ach, schau mal an, das ist jetzt der Vielseitigkeitssockel. Also du siehst leider nicht vorher, was das genau macht. Okay, also du musst dir die holen und dann siehst du quasi, was das macht. Okay. Da sehen wir viel. Versa ist das. Mastery. Also ich würde auf Versa Mastery gehen, hätte ich gesagt. Was haben wir hier noch? Haste, Mastery, Crit, Mastery. Dann holen wir uns jetzt mal die beiden. Ich packe euch das Makro dann in die Videobeschreibung. Also das war jetzt hier in der Stadt auf den Koordinaten 53, 15. Jetzt gehe ich mal zu dem nächsten. Und zwar hier in das nächste Gebäude rein. Und da ist es wahrscheinlich der hier, oder? Nee, das ist der Alchi-Händler. Machen wir nochmal Makro, der muss anscheinend hier stehen. Gut, es kann natürlich sein. Ah, das ist der Mob von Siegbart, der quasi das Mount, die Mount-Quest hat. Das kann jetzt natürlich sein, weil ich die Mount-Quest schon abgeschlossen habe, dass der quasi nicht mehr an dem Spot steht, ne? Da ist man ja hintergelaufen mit für diese Mount-Quest und ja, vermutlich deswegen ist der NPC nicht da. Gut, es gibt aber ja noch einen weiteren Mastery-Stein. Da gucken wir jetzt mal als nächstes hin. Vielleicht ist der ja am Start. Blenden wir mal kurz aus. Also die anderen sollen anscheinend hier sein. Da haben wir noch einen Händler. Hier bin ich. Und was soll der verkaufen? Der hat auch einen Mastery-Stein dabei. Also, hier haben wir es. Also es kostet übrigens immer 150 von der Ressource, ne? Also, die man hier in der Zone kriegt, geht aber von den Kosten her. So, dann basteln wir den hier rein und dann haben wir jetzt auch noch Mastery. Also, das Trinket hat im Endeffekt insgesamt 1000 Stats. Ihr müsst euch dann halt so ein bisschen das aussuchen. Und dann halt noch den Proc drauf. Ja, gar nicht so verkehrt. Okay, dann gucken wir mal, wo die anderen Händler noch sind. Dann haben wir hier hinten noch einen. Der verkauft noch eins. Was sagt mein Addon dazu? Das ist Haste. Und
Warte mal, wir machen jetzt mal für die Wissenschaft, kaufe ich mir das. Und guck mal, ob ich die anderen rausmachen kann oder ob man das quasi... Nee, das kannst du nicht rausmachen. Wenn ich das jetzt hier drauf bastel, ist weg, oder? Habe ich jetzt als erstes gesockelt. Den robusten war, glaube ich, der Verser, ne? Können wir da jetzt Käse machen? Ich glaube, der also Verser will ich auf jeden Fall behalten. Sollen wir den mal übersockeln? Ja, okay. Der ist dann einfach weg. Also, ihr habt dann quasi die 150 gewastet, wenn ihr da übersockelt. Hallo. Man kann die aber, so wie es aussieht, immer wieder kaufen, ne? Also, wenn ihr euch das anders überlegt, sagt ihr, okay, jetzt sind vielleicht die und die Stats in der Konstellation besser, dann könnt ihr da quasi hergehen und die einfach immer wieder kaufen, die Teile. So, ich zeige euch jetzt mal noch die restlichen und dann, denke ich mal, sind wir durch. Also hier hatten wir noch einen mit Mastery, mal gucken, wo der noch ist. Das ist jetzt hier ehrlich gesagt in der City doch immer ein bisschen schwierig, weil das Makro, Makro nicht für die Stadtmap richtig funktioniert irgendwie. Ah ja, da haben wir einen. Okay, hier haben wir noch den Duft. Und das ist jetzt einmal nochmal Mastery. Achso, und den Crit-Typen hatten wir den jetzt auch noch. Da oben war der auch. Der muss da noch ganz am Rand stehen. Ja, das ist jetzt hier für die andere Map wieder. Das muss der hier sein, ne? Der Crit verkauft. Ja, genau. Da haben wir Crit. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit der kleinen Aufnahme. Ich hoffe, wenn ihr euch das Trinket auch holt, dass ihr die alle jetzt vernünftig gefunden habt. Und, achso, wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Wir könnten mal testen, ob man auch zweimal den gleichen sockeln kann. Das haben wir uns noch gar nicht überlegt. Das wäre eigentlich sogar noch besser. Halt, ich teste das jetzt mal hier noch mit Versa. Und dann, ihr habt bereits die maximale Anzahl der Edelchen. Okay, kurz gesagt, nein, kann man nicht. Ihr müsst zwei verschiedene sockeln und wenn ihr Mastery habt, dann könnt ihr zweimal Mastery quasi reinsockeln. Gut, dann war's das. Wir sind einmal durch. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Trinket und dann sehen wir uns, wenn ihr denn wollt, gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.